gerade den Verstand, oder was weiß ich. Ich habe einen Anruf gekriegt. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Das ist eine Krise. Also ich glaube nicht, dass man das bereits als Krise bezeichnen kann. Es ist ein Alarm. Du meinst, dass die Ampel erst auf Orange steht? Genau, eher sogar auf Gelb. Okay? Also sollten wir jetzt besonders vorsichtig sein und die Lage im Auge behalten. Wenn die Ampel auf Rot springt, ist die Kacke am Dampfen. Im Leben eines jeden Menschen kommt der Moment. Ich habe zugenommen. Ich habe nichts gesagt. Wo die Kindheit endet und dem Erwachsenendasein weicht. Für John und Wendy Savage ist dieser Moment gekommen. Hi, Dad. Hi, Dad. Tu doch irgendwas. Schließlich bist du Doktor. Aber nein, Dad, nicht so einer. Ich hab geglaubt, dass mein Junge Doktor ist. Er ist Doktor der Philosophie für Theaterwissenschaft. Wie am Broadway? Nein, eher Theater mit sozialkritischem Anspruch. Sieht aus, als hätte ihn eine Bombe eingeschlagen. Die Couch ist einigermaßen bequem. Schön. Wo ist sie? Ich habe was gefunden, die würden ihn sofort aufnehmen. Was hast du gefunden? In diesem Land nennt man das Altenpflegeheim. Bist du noch da? Ich habe einen Termin vereinbart. Es nennt sich Green Hill Manor. Klingt eher nach Irrenanstalt. Du bist ein Idiot. Können wir jetzt weiterspielen? Ah! Oh! Das ist nicht komisch. Sie müssen uns noch sagen, ob Ihr Vater beerdigt oder eingeäschert werden will. Was ist das jetzt für eine Frage? Die brauchen das für ihre Unterlagen. Wer? Die Leute, die es leiten. Was ist denn das für ein scheiß Hotel? Fox Searchlight Pictures präsentiert. Vielleicht ist es gar nicht so, dass Dad nichts mit uns zu tun haben will. Er hat nur vergessen, wer wir sind. Eine Komödie darüber, was passiert, wenn jeder in der Familie... Wie gefällt dir das? Wofür ist die gut? So gar nichts. ...sich endlich seinem Alter entsprechend benimmt. Wir tun schon das Richtige, Wendy. Wir kümmern uns liebevoller um den Alten, als er sich hier um uns. Ich weiß. Die Geschwister Savage. Es geht um Demenzkranke. Da muss man sich was einfallen lassen, das ihrem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Entschuldigen Sie bitte. Wir hatten alle noch keine Erfrischungen.